good. So, meine Freunde, Diddy ist wieder im Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und ja, ihr habt mich seit langer Zeit nicht gesehen. Das hat natürlich einige andere Gründe, aber ich möchte mich gar nicht herausreden. Nämlich, ihr müsst es eigentlich wissen, Advanced Warfare ist draußen. Das muss man einfach suchten. Ganz klar. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt kein vollständiges Gameplay. Ist ein bisschen zusammengeschnitten. Das ist so bei den ersten Spielen das Gameplay entstanden. Und ja, hier sieht man eigentlich relativ geiles Movement, muss man sagen. Also es bockt einfach. Das Game bockt einfach. Das muss man wirklich sagen. Sehr viele Tryharder auf der PS3 immer noch ja, online, aber da kann man halt nichts machen. Und ich würde einfach sagen, dass ich vorhabe, eine Road to Commander dafür zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du bei Black Ops 2 auch gemacht? Nur 4 Parts? Ja, das werde ich auf jeden Fall durchziehen, da es auch nicht so lange dauert aufzuleveln. Das Game einfach gerade am Anfang relativ viel Bock macht, ja. Und es relativ spannend sein könnte. Ihr müsst einfach ein paar Klassen reinschreiben, ein paar ja, Klassen-Setups halt, welche Modi wir spielen sollen und. Da ist euch alles frei überlassen, wenn ihr wollt. Sonst hau ich einfach die Videos raus, packe ich einfach alles zusammen, so wie es mir gefällt. Und dann geht das auf jeden Fall ab. Zusammen mit Patrick wird es auf jeden Fall gesuchtet. Und ja, dann gibt's auf jeden Fall, werde ich ein paar Tipps und Tricks machen. Ich weiß, ich bin nicht der oberkrasseste COD-Player, gerade in Advanced Warfare nicht. Aber in Advanced Warfare, naja, geht's eigentlich relativ gut ab. Liegt aber daran, weil es der Anfang ist und jeder sich erstmal in das Spiel einfinden muss. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ja, Tipps und Tricks, so damit man nicht so schlecht ist wie Daniel Hille. Schöne Grüße an dich. Ja, ein paar Klassen-Setups zum Beispiel, die ich gerne spiele, wo man wirklich, selbst wenn man schlecht ist, ja, wenn man eigentlich eine 0,5er KD hat oder so, müsste man eigentlich jedes Spiel ungefähr schon schaffen, ein, zwei Kills positiv zu sein. Egal wie schlecht man ist, mit diesen Klassen müsste es eigentlich funktionieren, ja. Weil er eigentlich wie in Black Ops 2 einfach ein Geist auf der Map sein sollte und euch keiner sehen sollte. Werde ich da ein paar Tipps raushauen, einfach mal, wie man so auf der Map spielt. Vielleicht mal einfach so der Vergleich, weil ein kleiner Tipp am Rande jetzt schon, wenn ihr einfach die ganze Zeit links, rechts, hin und her springt, Boost, Jump, sonst was. Ihr werdet einfach versagen, ja? Ihr müsst einfach ruhig, entspannt, gechillt, an den Seitenrändern rumlaufen, die Kills abholen. Läuft auf jeden Fall. Ich war auch in einer richtig krassen Noob-Lobby, das muss man sagen. In einer wirklich richtig geilen Noob-Lobby. Da ging es echt gut ab. Leider nichts Heftiges drin gewesen, aber doch so von den Kills mäßig. Dadurch, dass es, glaube ich, Team Deathmatch war. Oder, nee, Herrschaft, glaub, oder Stellung. Ja, Stellung war es, genau, Stellung habe ich da durchgesuchtet in dieser Lobby. War einfach geil. Und, ja, so Serien Road to Commander, Tipps und Tricks und DD kassiert. Da werde ich dann so Videos hochladen, ob ich frei für alle zock, Team Deathmatch und sonst was. Wo ich einfach richtig kassiere, wo ich einfach gegen die übelsten Tryharder zocke und einfach richtig schlecht bin. Da werden ein paar Videos rauskommen, immer noch Dienstag, Samstag, vielleicht auch noch ein anderes Video mit Sascha zusammen. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und freut euch auf Advanced Warfare. Weitere Videos werden folgen. Haut rein. Tschüss.